For 65 years, I have ruled this empire. Generals and kings have knelt at my command. But a darkness comes. The blood tide rises. These are the closing days of the Third Era. And the final hours of my life. Shut the jaws of oblivion. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. So, wir sind in der Kapelle von Coroll angekommen. Und ja, dann such mir mal nach den Handschuhen von Stenda. Soweit das richtig war. Sind zu schwer? Mache ich jetzt. Reden wir mal mit diesem Herr Areldur. Was führt euch hierher, mein Sohn? Die Handschuhe. Ah ja, die Handschuhe liegen seit einer Ewigkeit hier. Ich kenne die Geschichte nur in ihren Grundzügen. Heutzutage stellen sie eher eine Kuriosität dar. Heute befasse ich mich mit den Handschuhen höchstens, indem ich Halbstarke, die sie aufzuheben versuchen, vor der Verletzungsgefahr warne. Weshalb interessiert ihr euch dafür, wenn ich fragen darf? Ich möchte ihre Geschichte hören. Nun, alles weiß ich nicht. Vor vielen Jahren hat ein Ritter des alten Ordens etwas Schreckliches getan. Dabei fielen ihm die Handschuhe von den Händen. Sie fielen zu Boden und keiner konnte sie aufheben. Ich glaube, das war ein Zeichen des Fluchs, den Stenda diesem Ritter auferlegt hat. Dieser Fluch besteht sogar noch heute fort. Der arme Kellen. Wer ist Kellen? Oh, er ist der Nachkomme jenes Ritters von vor so langer Zeit. Der Fluch hat all die Jahre auf seiner Familie gelastet. Er leidet jetzt darunter. Er kam aus Hammerfell hierher auf der Suche nach einem Heilmittel. Aber, nun ja, ich glaube, man kann gar nichts für ihn tun. Womöglich weiß er mehr über die Geschichte als ich. Vielleicht solltet ihr mit ihm sprechen, wenn er sich nicht zu schlecht fühlt. Okay, Fluch? Es ist wirklich schrecklich. Jemand wie Kellen, dem ohne eigenes Verschulden eine solche Last aufgebürdet wurde, ist zu bemitleiden. Aber wenn es der Wille der Neuen ist, kann man dagegen wenig tun. Handschuhe? Die Handschuhe sind schon viel länger hier gewesen als irgendeiner von uns. Ich nehme kaum an, dass sich das jemals ändern wird. Höchstwahrscheinlich liegen sie noch immer hier, wenn wir schon lange tot sind. Mit Sicherheit noch immer, wenn Kellens Familie ausgestorben ist. Kellen? Er ruht sich unten in der Kapellenhalle aus. Ihr könnt mit ihm sprechen, wenn ihr wollt. Okay. Wiedersehen. Was ist? Gibt es ein Heilmittel? Hat Areldur ein Mittel entdeckt? Ich weiß, dass er mir etwas verheimlicht. Fluch? Ach, davon habt ihr also gehört. Ein schrecklicher Fluch, der seit Menschengedenken auf der Familie lastet. Als ich jünger war, konnte ich damit leben. Es war nicht so schlimm. Aber im Laufe der Zeit ist es immer schlimmer geworden. Ich bin hierher an den Ort des Geschehens gekommen, in der Hoffnung, etwas dagegen unternehmen zu können. Ich befürchte, dass mir sonst nicht mehr viel Zeit bleibt. Areldur hat mich aufgenommen. Hauptsächlich aus Mitleid, glaube ich. Aber da ist noch etwas. Ich könnte schwören, dass er mehr weiß, als er sagt. Areldur? Im Laufe der Jahre habe ich oft Mitleid in den Blicken der Menschen gesehen. Ich wuchs damit auf. Aber bei Areldur sehe ich noch etwas anderes. Und wenn er mit mir spricht, könnte ich manchmal schwören, dass er entschuldigend wirkt, beinahe schuldbewusst. Warum sollte er das sein?
Warum sollte er mir etwas verheimlichen? Ich weiß so oder so, dass ich verloren bin. Sprecht mit ihm, wenn ihr könnt. Überredet ihn, als letzten Wunsch eines Todgeweihten zu erzählen, was er weiß. Handschuhe? Ihr habt sie gesehen, nehme ich an. Der einzige Beweis dessen, was vor so vielen Jahren geschah. Wisst ihr, dass ich dachte, ich könnte sie vielleicht aufheben? Dass der Fluch irgendwie gelöst würde, wenn ich sie nur aufheben könnte? Ich habe es stundenlang versucht, bis mein ganzer Körper schmerzte und ich mich kaum noch bewegen konnte. Ich lag dort neben ihnen auf dem Boden und weinte. Ich schäme mich nicht, das zuzugeben. Ich bin schon zu lange am Ende, um mich noch für irgendetwas zu schämen. Ja, gut, dann reden wir wieder mit Areldur. Na, lass mich hier mal auf. Willkommen, Kommandant. Ich kann ihm nicht ins Gesicht sehen. Ich weiß, was für ihn getan werden könnte, aber ich habe nicht die Willenskraft, das zu tun. Ich wünschte aufrichtig, ich könnte ihm helfen, aber ich bringe die Kraft nicht auf, seinetwegen den Fluch auf mich zu laden. Wovon sprecht ihr? Der Fluch. Ich weiß, was ihn aufheben würde, aber ich kann es nicht tun. Die einzige Möglichkeit, Kellen von seinem Fluch zu befreien, bestünde darin, ihn selbst auf mich zu nehmen. Dazu bin ich nicht stark genug. Darum bin ich ein Versager. Ich versage Kellen gegenüber jedes Mal, wenn ich mit ihm spreche, und Stender gegenüber jedes Mal, wenn ich zu ihm bete und nicht um die Kraft bitte, den Fluch aufzuheben. Kennt ihr jemanden, der dazu fähig wäre? Der am Altar dieser Kapelle beten und Stender um die Kraft bitten würde, diesen Fluch aufzuheben? Fluch. Ich habe es euch doch gesagt. Kellen kann nur vom Fluch befreit werden, indem man zu Stender um die Kraft betet, ihn zu erlösen. Aber das bedeutet, den Fluch auf euch selbst zu nehmen. Ihr werdet fürs Leben gezeichnet sein, so wie eure Kinder und Kindeskinder. Schönen Tag. Egal, ich muss es tun, sonst werde ich nie an die Handschuhe gelangen. So. Den Zauberisten auch gleich auf. Und auflegen. Also, So. Fluch ist aufgehoben, indem ich ihn auf mich selbst genommen habe. Da bin ich jetzt müde und meine Ausdauer ist beeinträchtigt. Ihr? Wie habt ihr? Mir geht's gut. Mir geht es gut. Ich fühle mich nicht mehr todkrank. Mir ist nach Laufen zumute. Das ist schön. Gut. Willkommen, Kommandant. Ihr habt den Fluch aufgehoben? Aber das bedeutet, dass ihr euch selbst verflucht habt. Warum habt ihr das getan? Das werde ich dir nie erzählen. Deswegen habe ich es getan. Denn jetzt können wir die Handschuhe an uns nehmen. Und sie auch tragen. Es sind nur noch die Beinschienen, das Schild und womöglich auch... Neben dem Streitkolben auch das Schwert. Aber gut. Wir haben nun eine Quest für den Streitkolben und das Schild. Das Schild befindet sich hier. Und da habe ich einen Schnellspeicherpunkt. Tada! Leider, als ich vorbeigeritten bin, habe ich den einen ersten Gegner schon erledigt. Hier ist Gegner Nummer 2. Wenn man bedenkt, wie stark die früher waren. Naja, da haben wir den Eingang. Gut, kein Gegner in Sicht. Zeit haben wir noch. Gut. Mal schauen, ob wir es in dieser Folge schaffen. Okay. Hallo? Wer ist da? Ich, dein Tod. Ja, du Ratte. Wohin? Und
nicht weglaufen. So. Das ist meine schöne Beschwörung hin. So. Ah, okay. Beschwörer. Aha, hier ist irgendwo eine Druckplatte. Anscheinend. Angeblich. Vielleicht aber auch nicht. Ja. Steht mir falsch drin. Gut, wenn wir hier lang gehen, kommen wir nach unten. Im unteren Bereich dieser Halle. Genau. Oh, grüß Gott. Feige Sau, bleib da! Hoch. So. Müssen wir reparieren? Den. So, nächstes für eine kurze Zeit wieder Feuerschaden machen. Gut, das war unten. Dann können wir jetzt nach oben. Bäh, aua. Nicht durch. Hier auch nicht. Also hier lang. Wieder versperrt. Moment, die ist eigenständig. Okay, es ist das.
links. Also links, Mitte, rechts. So. Weiter geht's. In die nächste Ebene. Schlimmstes. Nein! Blöde Kuh kommt zurück. Oder bleibt stehen. Ah. Bitte befreit mich! Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie lange sie mich hier festgehalten haben. Wer seid ihr? Ich bin Sir Tedrit. Ich kam hierher auf der Suche nach dem Schild des Kreuzritters und wurde von diesen Feiglingen überfallen. Seitdem halten sie mich hier gefangen. Was tut ihr hier? Ich wurde lange Zeit von diesen Schuften gefangen gehalten. Sie wollten wissen, wie man an den Schild gelangt und glaubten, ich würde ihnen helfen. Als ich mich weigerte, sperrten sie mich hier ein und ließen mich nur heraus, um mich zu foltern. Sie erfuhren nichts von mir. Könnt ihr mir helfen? Ich kann euch nicht begleiten, falls ihr das meint. Ich bin zu schwach, ich muss mich ausruhen. Sobald ich wieder bei Kräften bin, werde ich mich eurer Sache anschließen. Ihr müsst allein weitergehen, aber die Kenntnisse, die ich gewonnen habe, könnten für euch von Nutzen sein. Was wisst ihr? Bevor ich diesen Ort fand, erfuhr ich ein wenig über jene, die ihn angelegt haben. Er wurde geschaffen, um den Schild sicher und verborgen zu halten. In den Schriften, die ich fand, tauchte ein Satz immer wieder auf. Wenn die Augen der Wächter auf dich sehen, wird der Julianus gewogen sein. Ich weiß nicht genau wie, aber ich bin überzeugt, dass es ein Hinweis darauf ist, wie man sicher durch diese Ruinen kommt. Ich habe es nur euch erzählt. Hoffentlich hilft es euch. Danke, lebt wohl. Was ist das? Euer Ende. Finger weg von Sir Tedrit! Ist der Mensch, du feiges Viech! Was gibt's da? Und du gehst jetzt gefälligst. Was haben wir eigentlich hier? Oh, eine Kiste. Mit Gold, sehr schön. Was zeigt eigentlich die Uhrzeit? 8 Uhr abends. Memo an mich selbst, ins Bett gehen, wenn wir hier fertig sind. Hier. Der Gefangene weigert sich immer noch, uns zu helfen. Es besteht kaum Zweifel daran, dass er allein war und dass ihm niemand zu Hilfe kommen wird. Wir haben ihm zu verstehen gegeben, dass es ihm höchst teuer zu stehen kommen wird, wenn er nicht enthüllt, was er weiß. Und doch hält er uns immer noch hin. Wir geben ihm noch eine Woche. Wenn er uns dann nicht hilft, zum Schild zu gelangen, soll er beseitigt werden. Vorzugsweise auf höchst schmerzhafte Art. Nett, nett. Okay. Weiter geht's. Dass ihr hier aufgetaucht seid, war der letzte Fehler eures Lebens. Jetzt hat ihr eigenes Monster ihr den Weg versperrt. Naja. Mal wieder Schloss knacken. 73 Gold, so. Ich gehe mal so lang. Was ist das? Achso, da geht's hoch. Ich höre eine Falle. Aua. Naja, halb so wild. Da
Dass ihr hier aufgetaucht seid, war der letzte Fehler eures Lebens. Wusste ich doch, dass da noch einer ist. Ich dachte, oh. Tut euer Schlimmstes. Ah, doch. Ein Adept. Du der Anführer? Wer weiß. Gut, wir sehen, hier sind die vier Statuen. Wirst, wenn die Augen auf dich zeigen, dann ist Sylvanus. Gut, hier muss sie stehen, das heißt, sie müssen alle diesen Marker zeigen. Keine steht richtig, also alle erstmal einmal drehen. Steht richtig. Gut. Noch. Schnell weiter. Aha. In den Tiefen der Festung Bulwark habe ich eine Art Rätsel oder Falle gefunden. Ich muss herausfinden, was das bedeutet, um ein Schild des Kreuzritters zu bekommen. Rotgas, Weingas. Aha. Was haben wir hier? Ein Hammer. So. Ich brauche aber keinen Hammer. Leuchtet immer nur der auf, ja. Soll ich mal das Weinglas reinlegen? Sein Buch ist auch falsch. Ah gut, Rubin, Hammer. Noch Rubin, aber der Hammer fällt hier hin. Ah, wenn es richtig ist, leuchtet es. Ach ja. So, sein Schwert. Okay, Totenkopf, Rubin, legen wir Schwert mal hier rein. Falsch, okay. Schädel gehört dahin, da gehört der Helm. Okay. Wieder sein Weinglas. Mach Rubin. Irgendwas Weinglas mal hier rein. Auch falsch. Dahin. Das ist schön. Der Stern
Ah, hier ist Weinglas, hier der Helm. Walerstein vielleicht hier hin. Na guck. Yes, richtig geraten. Gut, dann weiß ich es jetzt. Hier der Edelstein. Hier der Helm. Hier das Weinglas. Und zu guter Letzt hier sein Schwert. Schönes Rätsel, auch wenn nicht allzu schwierig. So. Hier ist der Altar mit dem Schwert, Schild des Kreuzritters. Und ja, ein paar Tränke, ein paar Schriftrollen brauchen wir alles nicht. Aber hier haben wir den Ausgang. Ja, schön. Und hier haben wir unseren Ausgang. Gut, dann fehlt uns als letztes nur noch der Pfad des Rechtschaffenen, nämlich in Leavin. Und ich schaue auf die Uhr und die sagt mir, dass wir eigentlich schon drüber sind. Und da würde ich sagen, also nicht drüber, aber wären drüber, wenn ich jetzt den nächsten Quest auch noch mache. Also würde ich sagen, beende ich die Folge hier. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und beim nächsten Mal tun wir uns die... Was tun wir uns eigentlich? Ah, den Streitpolken. Des Kreuzritters. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.